Nur fragt davon ein herzlich willkommen, bevor das eigentliche Video startet. Und zwar wollte ich euch nur sagen, dass ich fast jeden Tag ab ca. 19 Uhr live bin auf Twitch. Wenn ihr nicht wisst, wie ich heiße, das ist mein Twitch-Name. Folgt mir gerne dort. Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Wie gesagt, ich bin fast jeden Tag ab sofort live auf Twitch. Folgt mir gerne. Und jetzt darf der andere Typ reden. Und zwar, let's go. Jo, Freunde, wollt ihr herzlich willkommen zu diesem neuen Info-Video hier auf meinem Kanal. Wie ihr das schon am Titel lesen könnt, geht es weiter mit den ganzen Neuigkeiten, die ich für euch habe. Aber bevor ich damit starte, lasst auch gerne mal ein Abo da, aktiviert auch gerne die geile Glocke und lasst auch gerne, wie gesagt, ein Like da. Danke für deinen Support. Ich wollte euch nur mal darauf hinweisen, Leute, dass ich heute nicht live bin, da ich wieder unterwegs bin, Leute. Tut mir leid, dafür kommt morgen am Sonntag wieder ein Stream auf euch zu. Ja, trotzdem könnt ihr, wie ich im Intro gesagt habe, auf meinen Twitch vorbeischauen. Aber ich würde sagen, wir starten ja doch direkt mit dieser eigentlichen Aufnahme. Hashtag Werbung ist jetzt eigentlich zu Ende. Eigentlich doch noch nicht, denn... denn Leute, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, dann noch diesen Creator-Code eingeben. Den schreibt man genau so. Hashtag Werbung, einfach OKTV eingeben und das war's. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt eigentlich direkt mit den News. Und zwar habe ich einmal für euch das neue Crew-Paket, wie das dann aussehen soll. Und zwar zeige ich euch einmal. Habe ich einmal die Szene, beziehungsweise was aufgenommen, oder? Hier, das ist das Crew-Paket für den November 2022. Das ist dieser Skin, den kann man auch aktuell schon auf der Map sehen. Und zwar ganz genau bei dieser Location hier, wenn ich hier einmal auf Karte gehe. Genau, beim Realitätsbaum ist er schon vorhanden und da dance der hier. Was ich auch sagen würde, ist, die neuen Fortnite-Halloween-Aufgaben sind verfügbar. Schreibt gerne rein, wie viel ihr schon habt. Ihr habt nur noch 3 Tage, beziehungsweise nur noch 2 Tage Zeit. Ich habe 19 von 25. Aber ich war ja auch gestern am Freitag schon live und habe dementsprechend auch schon im Livestream dann ein paar Aufgaben absolviert. Also habe ich schon ein paar mehr, wie es da jetzt eigentlich steht, weil ich nehme das Video noch am Freitag, dem 28.10. auf und ihr bekommt das Video halt am 29.10. Deswegen, so sieht er aus von vorne und so von hinten und das ist sein Rücken, also er macht auf jeden Fall definitiv Auge, so wie euer Follow-Button auf meinem Instagram-Konto. Solltet ihr auch gerne Auge machen, denn momentan bin ich gerade ja offline auf Insta, weil ich gar nicht weiß, was ich hochladen soll, aber sobald ich wieder was habe, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Dann habe ich euch noch nichts davon erzählt, aber viele dachten, dass ihr dieses Paket irgendwann mal im Laufe des Jahres noch in den, also ich sehe nichts, just. Ich meine natürlich dieses Paket, dass ihr dieses Paket hier im Laufe dieses Jahr noch in den Item Shop bekommen, dachten viele, aber nein. Nein. Wie das ist, und zwar ist das mit einem Xbox Paket scheinbar zusammen. Und zwar zeige ich es euch einmal Fortnite plus Rocket League plus Fall Guys. Was können wir hier sehen? Hier Fortnite plus Rocket League. Und scheinbar bekommt man, wenn man sich die Xbox kauft, die ist für uns in Deutschland noch nicht draußen. Und wenn man sich diese Xbox kauft, sollte man dann auch in Rocket League dieses Auto dazu bekommen, im Fall Guys diesen Skin und in Fortnite dann, wie gesagt, diesen Skin hier. Das ist von einem Battle Pass. Ich glaube von Kapitel 1, Season 8. Wartet mal kurz, ich guck gerade mal kurz für euch nach. So Leute, ich hab's gerade nicht gefunden, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall mal, oder was, Kapitel 2. Es war mal auf jeden Fall in einem Battle Pass oder
Das weiß ich, weil ich bin ja seit aktiv, also Kapitel 1, Season 4, spiel ich ja Fortnite. Und daher weiß ich, dass dieser Skin hier schon mal in meinem Battle Pass war. Und wie gesagt, im Fall Guys bekommt man diesen Skin, in Rocket League dieses Auto hier. Und dann in Fortnite, wenn man sich diese Xbox kauft, scheinbar diesen Skin. Also ich werde mir die Xbox sicherlich nicht kaufen. Wie sieht es denn bei euch aus? Schreibt gerne rein, ob ihr euch die Xbox kauft deswegen, wenn die draußen ist oder nicht. Und ich würde sagen, das war's. Wenn ihr natürlich neuere Infos gibt, werde ich die euch natürlich sagen. Ansonsten habt alle noch einen traumhaften Samstag, ein traumhaftes Wochenende. Ich schaue rein. Ciao, ciao. Euer G-Fan sagt Bau. Ciao.